Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Frohe Weihnachten, frohe Festtage oder einfach nur ein schönes, langes Wochenende, je nachdem, was ihr da draußen bevorzugt. Ihr seht es bereits, das Faultier hat wieder seinen viel zu engen Weihnachtspulli an, bedeutet, Weihnachten steht vor der Tür. An dieser Stelle auch nochmal wie jedes Jahr von mir alles Gute, Glückwünsche und auch die Erinnerung an einige Dinge. Nummer 1, natürlich werdet ihr in den nächsten Tagen die technischen Probleme eurer Lieben lösen. Nummer 2, werdet ihr auch unendlich viele neue Geräte einrichten dürfen, wahrscheinlich. Und da, wie jedes Jahr von mir der Tipp, macht das in Ruhe. Wenn ihr es Oma, Tante Erna oder Onkel Udo erklärt, macht es gründlich. Erklärt es lieber noch 2-3 Mal und vor allem lasst die das machen. Sitzt dabei und erklärt es ihnen. Wenn die das selber machen, das geht viel leichter dann von der Hand. Und werdet da nicht igelig oder unruhig. Denkt einfach dran. Alles, was ihr jetzt in Ruhe erklärt, wenn ihr euch jetzt einfach nochmal 10 Minuten mehr Zeit lasst. Das habt ihr in der restlichen Zeit oder nach Weihnachten in den Wochen und Monaten. Die sind einfach glücklicher mit ihren neuen Geräten und ihr habt etwas mehr Ruhe, weil ihr wahrscheinlich weniger gefragt werdet, wenn sie es direkt am Anfang einigermaßen vernünftig begreifen oder direkt auf dem, ich sag mal, soliden Basislevel sind. Dann das nächste. Viel Spaß mit euren Geschenken, wenn es denn welche gibt und wenn es nicht welche gibt. Mal ganz ehrlich, werdet da nicht traurig, freut euch trotzdem, dass ihr, dass es einfach Weihnachten ist oder das Jahr einfach doof schnell rum ist. 2016 war wirklich nicht so prickelnd. Und mal ganz ehrlich, selbst wenn ihr da mit irgendwelchen alten Dünnbrettbohrer, Hardware-Technik oder mit irgendwelchen Dünnbrett-Smartphones seid und halt nicht das Neueste habt. Es ist total egal. Denkt euch einfach bei den technischen Sachen. Das ist ja einfach das Schöne. In 2, 3, 4, 5 Jahren ist sogar ein iPhone 7 Plus einfach nur noch Schrott oder total langsam. Gut, hier ein bisschen länger, aber trotzdem. In 10 Jahren kräht er nach diesen Geschenken kein Hahn mehr. Wenn ihr aber trotzdem den neuesten, geilsten und sonst was Scheiß bekommen habt, dann viel Spaß damit. Tobt euch damit aus und freut euch einfach. Und wenn andere es nicht haben oder was auch immer, das hört man ja auch immer wieder, man muss jetzt wirklich das tollste iPhone, das neueste Smartphone oder das ist total egal. Also ganz ehrlich, selbst hier von einem Technik-Nasenbären, der da total sein Hobby da auslebt, es gibt noch so viel anderes da draußen. Freut euch einfach an Weihnachten und dass ihr nicht einen kratzenden, juckenden Pulli anhaben müsst. Oh Mann, jetzt freue ich mich aber, dass ich hier gleich rausgehe. Ach ja, und weil einige immer wieder fragen, was kriegt denn das Faultier zu Weihnachten? Ich weiß es natürlich nicht, aber auch das Faultier schenkt sich ja zu Weihnachten immer mal was. Und da habe ich dieses Jahr, es ist ein Upgrade, auf das ich lange hingespart habe und wo ich mich auf die Lauer gelegt habe nach günstigen Schnäppchen. Nummer 1, übers Jahr habe ich immer mal wieder geguckt und hier in diesem Paket, das erkennen einige inzwischen schon, das ist die von Western Digital. Da habe ich mich im Shop auf die Lauer gelegt nach refurbischten großen Platten. Da müssten einige etliche Terabyte Platten sein, aber die sind auch in irgendwelchen so Fertignassdingern verbaut. Die muss ich da ausbauen, habe ich ja über die Feiertage ein bisschen Zeit zu. Und dann kommen die, wo rein? Trommelwirbel bitte. Mein großes Geschenk an mich selber ist dieses Jahr ein neues Synology NAS, das DS916 Plus und das sogar in der 8 GB Version, weil ich mir denke, muss ich langsam von meinem alten 211er J-NAS mit 2x3 Terabyte, die eine große Platte darstellen, also ich habe 6 Terabyte drauf, langsam mal weg und ich freue mich jetzt einfach, wenn ich das da reinbaue, dann kommt da, ich habe 12, ich habe doppelt so viel und ist es sogar noch leicht gebackup, das Ganze dann. Ist natürlich viel Zeit, das alles rüberzuschieben, aber die Weihnachtsfeier hat man dann viel Zeit und warum ich jetzt das große, teure Diskstation mir besorgt habe, ist, dass ich für 2017 mir mal auf die Fahne schreibe, auch da viel mehr mitzumachen. Nicht nur die ganzen eigenen Fotos, was auch immer, was man jetzt den Cloud-Anbietern anvertraut, sei es Microsoft, sei es Dropbox, sei es Google, sei es Apple oder sowas, sondern 2017 auch ich mal endlich einige Videos raushaue, wie man so etwas dann selber hostet. Entweder auf einem eigenen NAS bei Synology oder QNAP oder dann auch von diesen Fertiglösungen bei Western Digital oder sowas. Dass wir da 2017 ist mein Vorsatz dann schon mal dahin zu gehen, dass man seine eigenen Daten wirklich selber hostet. So, aber das soll es jetzt gewesen sein. Das war nur noch kurz als Info. Ansonsten fröhliche Weihnachten, frohes Fest, schönes langes Wochenende. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!